Und damit sage ich herzlich willkommen zurück zu Undead Legacy mit Skyhawk, Buran und Swissly. Hallo. Hallo. Servus. So, wie sieht's aus? Forschungsstation. Oh, wie schön. Sehr gut. Wartungsstation, das wäre das nächste. Ah, die muss man noch nicht mal erforschen, da fehlt nur ein Holzhammer. Ein Holzhammer? Holzhammer Ja, können wir bauen, ja. und den können wir bauen. Ja, Nee, geil. da fehlt ein Holzgriff, den kann ich auch bauen. Den kann man auch bauen, ja. Dann haben Schön. wir die Wartungsstation, das heißt, ihr könnt eure Werkzeuge viel einfacher wieder. Sehr gut. Herstellen, sehr gut. Fällt gerade noch ein, hier ist noch mein Rucksack. Soll ich vielleicht auch zurückholen? Oh, da hatte ich sogar einen großen Verbandskasten drin. Wieso nutze ich den nicht? Entscheidung, Entscheidung, Entscheidung. Und die Totengräbermod lege ich mal in eine von den Kisten obendrauf. Wo stellen wir die am besten hin? Die Wartungsstation stelle ich hier hin, wo die Küchenmöbel waren. Cool. Schön. Ich habe übrigens eine 10 mm Schrottpistole gefunden. Durchgeladen tue ich jetzt auch mal oben links in die Kiste. Ja, Da wo. 10 mm ist SMG-Munition. Es hat ja jeder einen 9 mm bekommen am Anfang. Jawohl. So, was brauchen wir für Schraubenschlüssel, Zahnräder und Eisenplatten? Okay. Das ist halt das nächstwichtigere, dass jeder von uns einen Schraubenschlüssel bekommt. Ja, Material zerlegen. Und wir brauchen es auch für ein oder zwei Werkbänke dann. Okay. Ich hau mal gerade den Baum um, der bei uns hier im Garten steht. Jo. Es gibt Harz und Zweige, das ist schon mal gut. Und mit Glück ein Level, aber auf Level 3. Also das nächste ist eine Säge und eine Zimmermannsaxt. Damit wir die Teslastation auf Stufe 2 kriegen und unsere Kisten herstellen können. Das wäre wichtig. Baum fällt. Baum weg. Unüberhörbar. Entschuldigung. Da hat es noch eine Lammration und eine Dose Nudeln, also Ravioli. Oh, Ja, Ravioli. besser als Als Kind verhungern. habe ich das geliebt. Besser als verhungern, oder? Ja, und dann gab es auf einer Klassenfahrt, weil das alle so gerne gegessen haben, ich glaube 3 oder 4 Mal innerhalb von einer Woche Ravioli. Seitdem kann ich es nicht mehr sehen. Ich habe einen Fertigkeitspunkt erhalten. Das ist doch schön. Also, was haben wir denn hier? Prügelpeter. Stärke. Schädelbrecher würde ich ja eigentlich gerne skillen. Ich skippe noch keine Punkte auf den Prügelpeter oder den Schädelbrecher, solange ich das noch nicht zusammen habe. Ah, hier Oben. ist noch ein Badzimmer. Da drüben stehen Pilze, ne? Denk dran, der glückliche Sammler, Beutespielstufe plus 5%, dass da auch jeder vielleicht ein, zwei Punkte rein investiert bei Zeiten. Ich habe da jetzt einen Punkt reingegeben. Ist geil, wie viel Infektion hast du? 8,9. Okay, ich habe einen Honig gefunden hier. Aber der gibt dir nur 5. Liegt hinter dir am Boden.
Also Baumstümpfe. Der Popkarton. Und der Popkarton. Titan-Kettensägekette. Wow. Mod. Okay. Nice. Ah ja. Die meisten Mods kann man nicht mehr erforschen. Die muss man jetzt finden. Okay. Oder per Bücher freischalten, damit man sie bauen kann. Mhm. Aber das hat er entfernt aus der Forschung. Okay. So, Holz habe ich gerade reingelegt. Viertel nach drei. Mhm. Hat jemand getränkemäßig mehr als 30? Also, was? Du hast ja, also ich habe unten angezeigt den Wert 30 von 100. Okay, Essen habe ich 43 von 100. Getrunken habe ich gerade. Lass noch rein. Sollen wir es so machen, dass einer die leeren Gläser mitnimmt, wenn wir wieder rausgehen? Also ich nehme die Plastikflaschen mit, die man überall wieder einsammelt. Mhm. Aber ich habe mir angewöhnt, nur noch Mineralwasser und Kaffee einzusammeln. Okay. Überblick, was wir hier haben. Ja, schon so einiges da mittlerweile. 300 Forschungsdaten, ne? Jupp. Sehr schön. Kaffeesamen. Können wir doch eigentlich draußen direkt ins Beet reinhauen, ne? Ich weiß nicht, ob diese Beete funktionieren. Musst du probieren. Ich versuch das mal. Weil die sind ja nicht spielerplatziert. Und wenn du sie abbaust, kommt auch nur Erde und ein bisschen Nitrat raus. Jo, konnte ich setzen. Ups. Super, dann haben wir ja schon unsere Beete. Cool. Jo. Ist euch aufgefallen, dass auf dem Nachbargrundstück auch was ist? Ja, es sind auch Beete. Und hier stehen auch schon Pilze. Oh. Da drüben. Ich bereite mal gerade hier die Beete vor. Und das Nachbargrundstück hat einen Bunker drunter an der Antenne an. Sollten wir mal nachgucken, ne? Ich gehe mal gerade vorsichtig an dem Beeten vorbei und guck mal, ob ich mir da was ausleihen kann. Glaube ich, ein bisschen tödlich, der Bunker. Was ist hier zurzeit nicht tödlich? Okay, wir haben dreimal Pilze. Nein! Glückwunsch! So, was hatte ich denn gelernt? Ich hatte doch irgendwas zu trinken gelernt. Irgendein Rezept, ne? Roter Tee. Roter Tee. Dafür brauche ich Chrysanthemen und gekochtes Wasser. Soll ich mal einen herstellen? Genau, einen könnte ich herstellen. Ja. 20 Sekunden. Und guten Morgen. Jo. Morgen. Morgen. Guten Morgen. Oh ja, das ist ein bisschen pervers zum Früh. Also, gut drauf sein ist ja das eine, aber das, ich meine, ich bitte dich. Klingt ja wie, als wenn du gerade die letzte Nase genommen hast. Okay. Dann halte ich meine Klappe. Das hast du gesagt. So, wollen wir schnell da drüben das Ding noch zum Frühen gleich machen, bevor wir jetzt Zeit vergessen? Also machen wir uns gleich vom Acker darüber und fertig. Das Nachbarhaus? Ja, das, wo wir jetzt gerade mal waren, was Sky da noch geteilt hat. Ah, okay. 200. Nee, halt, warte, ich muss den Quest raussuchen. Quests geteilt. Wo wir vorher waren.
Genau, annehmen. Da, wo wir vorher waren. Okay. Hab's angenommen. Ja, wunderbar. Wollte ich mir vielleicht auch noch auf der Karte anzeigen lassen, ne? Weil ich habe nämlich noch den, den ich teilen könnte, aber jetzt erstmal den aktiv setzen. Mhm. So, und oh, guck mal, hier gegenüber ist ein Marktstand. Oder hat Swissly den schon? Den hat Swissly mit Sicherheit schon. Nein, hat er nicht. Jupp. Kürbissamen. Aha. Heidelbeersamen. Halleluja. Sekunde eben. Sekunde, Jungs. Samen ist immer gut. Samen ist immer gut. Maissamen. Alter, das sieht ja richtig angenehm aus. Okay, ich komme euch jetzt hinterher. Und Vogelnester auf dem Weg natürlich immer mitnehmen, ich weiß. Ich habe 8 Federn, Swissly. Alles mitnehmen. Pilzsamen. Wassam? Einmal Heidelbeer, zweimal Mais. Einmal Kürbis. So, und waren nicht hier auf den Feldern auch noch die Kartoffeln, die ich immer übersehen habe am Anfang? Helft mir mal gerade. Die waren doch hier in diesen wilden Beeten, oder nicht? So, alle da? Nein, noch nicht. Warte kurz, bitte. Ich will nur gerade gucken, ob hier vielleicht noch Kartoffeln sind, bevor das Ding sich zurücksetzt. Ich sehe jetzt gerade keine. Oh, hinter mir! Au! Au! Wo bist du? Au! Wo bist du? Im Gebäude. Im Gebäude und gleich tot. Bei uns? Nein, ja. Hier in dem Questgebäude. Ach so. Wo bist du denn jetzt schon wieder hin? Hast du den Quest schon gestartet? Nein. Nee, ich warte auf die anderen, bis die da sind. Ja. Wieso? Wir sind schon drin. Aber ihr habt den Quest doch noch nicht gestartet. Doch, Swissly hat den Quest gestartet. Da war ich aber nicht in der Nähe. Nee, ich habe den Quest noch nicht gestartet, stimmt. Jetzt sehe ich es ja gerade, steht ja oben da. Den kann ja auch nur ich starten. Na dann, starte. Swissly? Ich bin in der Quest. Swissly ist in der Quest. In der eigenen. Genau. Oder ja. Was? Na? Hat... Ich mach da schnell 3 Quests, 4 Quests am Tag. Swissly hat nicht gewartet. Aber du bist nicht in dem Gebäude, wo... Doch, du bist in dem Gebäude, doch, wo wir sind. Du bist genau da, wo wir hinwollen. Oh, scheiße. Mhm. Ja, komm, das dann rein und... Und ihm helfen. Dass wir den schnell machen können. Du bist schon oben wahrscheinlich. Ja, gleich wieder unten. Ja, das ist immer Mo. Was? Ja, der Dicke hier, der mit dem blöden weißen Hemd. Oben sind 3 oder 4 in dem letzten Raum, ne? Ja, da waren 4 Stück drin. Okay, hast du alle? Ich habe alle tot, ja. Alles klar. Schnell den Endloot. Ich gehe schon mal wieder raus an die Startposition. Ja, ich komme auch. Ja. Bisli hat ja wahrscheinlich eh schon alles gelootet, ne? Mechanikerstation. Was? Und der erste Benzinkanister. Glückwunsch. Schick, wa? Sagst, also wenn du draußen bist, können wir dann starten, ne? Das sehen wir jetzt. Jupp, bin raus. Okay, go. Nein. Nein. Komme bitte später zurück. Swissy muss das abgeben. 20 Meter. Oh. Warte mal, hier auf dem Feld ist da noch irgendwo was. Ja, das ist ja das, was ich versucht habe abzugrasen, ob hier Kartoffeln sind, aber ich habe keine gesehen. Das müsste sich jetzt zurückgesetzt haben. Nein. Nein, noch nicht. Kannst du starten? Nee. Hab abgegeben. Jetzt so. Okay. Aha, wo sind meine Vorräte?
Mir werden hier keine Vorräte angezeigt. Hast du die Quest angenommen? Na sicher. Bei mir werden sie auch nicht angezeigt. Ja, ja, dann lass uns erstmal sammeln. Achtung! Vor, ja, hinter dir! Okay. Sicher. Ja, die klatscht schon die ganze Zeit davor. Wer da ist drin es? Kommt jetzt einer. Aua. Ich mach die Försterstation als nächstes. Okay. Ich gehe kurz rein. Ja, loote mal durch. Hier ist eine Tasche. Die Pappkartons. Hier ist eine Tasche, falls die einer braucht. Ja, dies ist meine. Hab ich. So, hier müsste hinten wieder... Nee, er steht nicht da. Okay. Da kommt eine. Ups, daneben. Dood. Next. Zeigt mir 1,70 Meter hier an. Das heißt, ich muss gleich mal kurz... Ich bin tot. Oh nein. Du bist tot? Aber ich hab die Ding. Gut. Ich hab die Tasche. Okay. Moment, 2 Meter, 2 Meter, 3 Meter, also in die Richtung. Hier drin? Nein. Nein. 2 Meter. 2,60 Meter, 3 Meter. 7 Meter, also hier ist falsch. Oben. Ist die über uns? Ja, sie wird mir ja nicht angezeigt. Das ist ja das Dämliche. Ja, mir ja auch nicht. So, ich würde sagen, ich ziehe die Jungs mal runter, wa? Warte, erstmal hier der erste. Nein, du gehst direkt in den zweiten Raum. Wieso? Im ersten ist da nichts. Ist im ersten nichts? Okay, nee. Entschuldigung, dann gehen wir direkt in den zweiten. Pullen wir ein und machen die Tür zu, ne? Wenn das ich pull geht. Mal. Pull mal, ich mach die Tür zu, wenn er durchkommt. Du sagst mir, wann der erste durchkommt? Jetzt! Achtung, fertig und zu! Das waren 2. Das sind doch 2 geworden. Okay. Bin wieder da. Gut. Mach die Türe noch nicht auf. Warte noch kurz. Bis warte wegen der Ausdauer. Ausdauer wieder voll ist. Mhm. Achtung, fertig. Ups, oh, scheiße, das Loch. Entschuldigung. Aha. So, sie ist tot. Da kommen wir die Safe-Kiste her. Mhm. Ich habe meine Vorräte aber immer noch nicht gefunden. Ich auch noch ohne nicht. Ohne diese Anzeige ist es schon irgendwie schwer. Ja. Drei Meter, 4 Meter, also falsche Richtung. Ach, hier in dem Schrank. Hier in dem Schrank ist es. Im Nebenraum. Da unten. Ja, stimmt. Rede mit dem Händler. Rede mit dem Händler. Na dann, lassen wir uns mit dem Händler reden. Geil, bist du immer noch infiziert? Nein, jetzt nicht mehr, weil ich gestorben bin. Aber ich nehme jetzt trotzdem ganzen Honig mit, den ich finden kann. Ja. Zurück zum Händler. Was wollen wir jetzt für eine Quest nehmen, Jungs?
Ich hätte noch die lustige Autowerkstatt. Aber dafür... Oh ja. Ja, passt ja zeitlich super. Na toll, Totengräber oder Winterbekleidung. Zielfernrohr oder Mollo. Nadel oder Faden. Oder Totengräber. Mhm. Zielfernrohr. Ja, ja, Zielfernrohr habe ich genommen. Gut, ich habe kleines Motorwerkzeug oder Zielfernrohr. Zielfernrohr, oder? Also wie gesagt, entweder Zank oder der Zielfernrohr. Zielfernrohr, würde ich sagen. So, das habe ich. Dann wollte ich jetzt das einmal kurz, bevor wir da zum nächsten rennen. Das da und das da. Ich setze kurz die Samen. Wildsamen habe ich draußen auch gesetzt. Sehr gut. Boah, wir haben ja richtig ein großes quadratisches Beet hier noch. Das hat er auch neu gemacht, dass man die Beete verwenden kann. Danke. Wir können auch säubern bei Hurry Harry. Mach mal das hier, Ranch raus, oder? Ich hatte den Auftrag, bring die Vorräte zurück aus Karls Auto. Genommen. Okay, pass mal auf, den. Ist die Frage, mal? Ob der, ja. Aha. Also meiner ist 300 Meter Richtung Osten. Meiner, also ja genau, der ist 300 Meter Richtung Osten, den du hast. Mhm. Diese abholische Geschichte. Genau. 319, 336, die sind beide nicht so weit weg. Genau. Geteilt den annehmen. Okay, dann machen wir uns mal da drüber auf den Socken. Mhm. Auf die Socken. Meine ich natürlich. Dann aus. Batterien. Den kleinen Vibrator zwischendurch. Sponsert bei 6210. Läuft am Presslufthammer? Nee, mein Handy vibriert. Ja, so, genau. Hier könnten doch vielleicht brauchbare Sachen wachsen. Mhm. Hui. Na, sicher. So, sieht hier einer Kartoffeln, die ich wieder übersehe. Nee. Das ist ein Bauarbeiter. Hier ist ein Hopfensamen. Maissamen. Sehr gut. Und Heidelbeersamen. Naja, das ist jetzt nicht der Burner. Aber immerhin, ach, hier drin ist noch ein bisschen was. Mhm. Aloe Vera Samen. Okay. Ah, schade, dass die Flasche Wein da oben nicht okay ist. So, dann weiter. Ja. Weiter aufs Ziel zu. Das ist ja direkt hier nebenan, ne? Oh, Mo. Oh. Ja, von Mo müssen wir uns trennen. Mo nervt. Mo ist tot. Mo ist tot und Mo nervt. Okay. So, hier waren $4 drin. Aktivieren, abwarten.
Warte, Sky muss noch anwesend. Kommen. Okay. Jo. Dann aktivieren wir. Ich aktiviere. Ah, klar, sag schon. Na dann. Oh, schön. Wasser. Ich habe unseren ersten Kühlschrank. Glückwunsch. Yay. Allerdings nur den weißen. So, oh, guck mal, ein Bootshaken. Geil. Bootshaken ist immer cool. Macht Spaß. Hey, na guck dann, mal, der Freunde. Hat ein Klimakleber-Räumgerät vorne dran. Klimakleber-Räumgerät? Alles klar, Jungs. Dann mal hier hochkommen. Okay. Okay. Hier hinten ist keiner. Sehr gut. Pappkartons geht. Pappkartons geht gut. Ich habe sogar einen Bleibarren. Ja, na gut, die sind vielleicht jetzt noch ein bisschen. Ich habe einen Bleibarren. Okay. Ist da auch irgendwas, was meinem Leben hilft? Nee. Vielleicht was zu essen? Essen wäre toll, ja. Weil an dem Plastik hier rumzunagen, bringt irgendwie so auf die Dauer nichts. Aha, Minibike-Lenker. Wie geil. Und vor allen Dingen als Blaupause zum Lernen. Cool. Genau, und weißt du übrigens, was der Händler hat? Der hat dieses kleine Büchlein, was wir brauchen für die Minibikes. Hab ich gekauft schon. Ach gut, alles klar. Dann weißt du ja, was ich jetzt gerade wertvoll, so. Problem ist, ich kann es erst lernen, wenn ich das Fahrrad gelernt habe. Okay. Ja, ist ja egal, aber so, die sind da unten. Sky, kommst du runter? Kommt überhaupt jemand hier runter? Ja, wir wollten ja erstmal vorsichtig gucken und die Testameise vorschicken. Genau, ich habe den Tester gemacht. Der ich mache die Türe noch nicht auf also, nach draußen. Nee, brauchst du nicht. Das hätte aber ins Auge gehen können. Aber weh? Findest du dich irgendwie... Autsch! Ja, ja. Hey, Retro-Kühlschrank, den nehme ich mit. Achtung, da hinten stehen zwei in der Ecke. Um die Ecke, nicht in der Ecke. In der Ecke, auf der Ecke, um die Ecke. Ich will auch nur was zu essen. Aber wie, ich doch auch. Honig und ein Glas Wasser. So, warte, ich schieß mal mit dem Bogen. Erstmal auf den Spinner, der da hockt. Genau, und dann auf den Spinner, der steht. Das war nicht tödlich, der erste. Nee. Naja, aber... Er rennt aber erstmal... Hat ihn verwirrt. Ist tot. Säubere das Gebiet. Jetzt geht's in den Keller weiter, ne? Aber ich schleich mich mal runter. Schleich dich mal runter. Schleich dich. Geil, gehst du? Bitte? Hier gerade noch keinen rumstehen? Nein. Ich sehe drei rote Punkte. Ja, die sehe ich auch, aber es ist hinter der Wand. Deshalb weiter geschlichen und hier durch das Ding durchschießen. Genau. Da hockt der erste. Tot. Das war der zweite. Da hockt der zweite. Türrahmen getroffen. Der ist, glaube ich, auch Geschichte. Der dritte, das ist Mo, der steht da. Der lebt noch. Ah, der steht aber gut jetzt. Okay. Kreuzfeuer. Tot. Sehr gut. Fertig. Noch besser. Looten. Ich höre aber irgendwie noch was. Ich höre auch was.
Ja, Gäste von draußen wahrscheinlich. So, alles hier schon gel. Nee, ist doch nicht alles gelootet. Gut. Ah, der versucht sich von der Seite durchzuboxen. Leer. Noch nicht leer. Habt ihr hinten alles schon unten gelootet? Ich bin noch dabei, ich bin auf dem Weg nach hinten raus, gerade am gucken. Aber ich Ah. glaube, glauben heißt nicht wissen, wir haben jetzt ziemlich. Nee, hier unter der Treppe noch. Ja. So. Hier war ich. Nehmen nur die Pappkartons mit. Weil die kann ich Einmal nachher zerlegen. Kartoffelsamen. Yes. Na bitte. Die kann ich nämlich nachher zu Papier machen. Wir brauchen doch letztendlich immer Papier. So. So, jetzt können wir raus, oder? Ja, dann hoch die Schräge und rauf. Akku. Sozusagen. Kann ich nicht. Wir müssen. Nach Ist noch ein oben hin. Endloot? Ja. Ja, gibt es noch einen Endloot. Da ist der Endloot. Hier gibt es was zu essen. Shumway. Da gibt es was zu essen, ja. Jetzt ist er offen. Und was gab es zu essen? Rindfleischration und dann Juckersaft. Na bitte. Rindfleischration braucht man zum Kochen, glaube ich. Ich hätte auch noch Wenn ich mich Katzenfutter im nicht irre. Angebot, das werde ich mir jetzt mal geben, ne? Okay, guten Appetit. Miau. Bäh. Okay, der war übel. Der war übel. Nö, kann einem nur von übel werden. So, zum Raus müssen wir wieder unten rum, ne? Jo. Und wieder hoch und durch die Eingangstüre, die wir jetzt aufmachen. Und dann zurück zum Händler. Nein, nicht diese Türe. Hier auch nicht Türe. Mal, Bart, da Hier muss ich schnell Türe. mal Hier. rein. Ich muss trotzdem mal in die Achso, Türe hier Entschuldigung. rein, weil ich brauche die. Wir brauchen eventuell Das das hört sich Wasser. nach. Arbeit für dich an. Ja, bin dabei. Der Haken ist gut, der Bootshaken. Ja, der ist Ups. wirklich gut. Weil mit dem normalen komme ich. Ey, Arschloch. Hey, da ist auch noch eine halbe Portion. So. Okay, dann. Zurück zum Händler oder noch eine Quest? Wir könnten die gleich nochmal starten. Wir könnten die Nee, gleich geht nicht, nochmal solange wir starten. die nicht abgegeben haben. Achso, Ja, stimmt. stimmt. Dann gehen wir so schnell ab, dann können wir sie nochmal Ja, aber geben. hier ist doch noch. Warte ganz kurz. Ich will nur gucken, ob von mir der Händler. Nee, der ist 350 Meter woanders. Vergiss es, zurück zum Händler. Bauplangenerator. Boah. Ey, habe ich dir das erlaubt? Hab ich dir erlaubt, so frech zu werden? Steh. Wir haben Juckerfruchtsamen. Sehr schön. Sehr gut. Zurück zum Händler, Da diese wäre übrigens Richtung. Mais, ne? Ja, bin schon dabei. Oh, hier ist Bo. Aua, Arschloch. Kartoffel, Kartoffel. Kartoschki, geil. Kartoffel, Kartoffel, Wodka incoming. Ja, schön wär's. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier von dem Feld alles.
Also Händler? Händler. Kartoffeln ist gut. Ja, oh, ich hab... Klapperschlange. Was wo? Hier drüben. Gib hinter Fleisch. Dem Gib Fleisch. Wo ist sie? Da ich ist sie. Sehe sie nicht. Gib doch Leder. Ja, ja, brauchen wir. Dann gehe ich mal gerade auf dem Feld vorbei, ob hier noch was ist. Ist ja eh der Weg zum Händler. Klapperklange. Hm. Da klappert's lange. Ja. Gut, Aufnahmetimer sagt, wir sind 5 Minuten drüber. Ich gebe gerade noch den Quest ab, dass ihr seht, was als Belohnung da ist. Und dann geht's mit der nächsten Questreihe weiter. Also. Schlückchen Kaffee für die Gesundheit. Und dann muss ich meinen Kühlschrank erstmal zu Hause ausladen. Kann ja nicht sein, dass ich hier mit so einem 1,80 Meter Kühlschrank rumlaufe. Swissly, Schemata, Fahrrad, Rad. Ja, ne? Baseballmützen, Mod oder die Kunst des Bergbaus, Band 2. Ich nehme mal an, Kunst des Bergbaus. Ja, würde ich auch sagen. So, gerade gucken. Get lost. Mhm. Na toll. Nadel und Faden oder Molotov-Cocktails. Nadel und Faden für mich. Mhm. Alles klar. Nein, das ist wichtiger, dass hier noch ein Punkt drauf kommt. Okay, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Danke Buran, Swissly, Skyhawk fürs dabei sein. Gerne. Jo. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Bye, bye.